Kratos, ich bin wieder da. Wir werden zusammen durch dick und dünn gehen, leiden und wieder aufstehen. Komm, mein Junge, es geht weiter. Faye, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, meine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Ja, der hat uns ganz schön gefordert. Dieser Schmalhans. Komm, Junge. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Aber wir können nicht hier bleiben. So viel, ich dachte. Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Herzen lassen wir brennen. Gut. Der Berg. Die Reise beginnt. Ja, aber eine wichtige. Wow, wie ist das denn passiert? Oh, uns fehlt eigentlich noch so ein Dingsterbumse. Ah, vielleicht zeigt es uns jetzt an. Ein fremder Mann voller Tätowierungen kam ins Haus und griff Vater an. Der Kampf muss wild gewesen sein. Alles ist kaputt. Vater sagte, ich sei noch nicht bereit, aber dieser Fremde ließ ihn wohl umdenken. Wer war er? Was wollte er von uns? Wir sind doch niemand. Aha. Kommen wir noch mal rein hier? Okay. Lassen Sie uns nicht. So, wo geht's? Wo war das Tor? Hier. Geht's immer noch nicht raus. Die stehen stabil da. Gehen wir jetzt hier lang? Ah. Wer war er? Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Es ist cool, wie der hinten drauf hängt. Das ist ein bisschen wie hier Diddy Kong und Donkey Kong.
allein. Verstanden? Verstanden. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Nicht zu wenig. Tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. War das schon immer hier? Hilf mir mal darauf. Dann sehe ich mehr. Wo bist du hoch? Weiter. Außer über diese Brücke. Und? Junge. Jawohl. Ja, kann ich ihn wieder lösen? Ja. Moment! Wie kommst du jetzt rüber? Wie rüber? Quacksilber. Weiß ich doch, hat es doch einen Sinn, oder? Dieser hängende Eimer? Ein Opferfass? Die Mutter hat gesagt, Odins Jünger füllen sie mit Geschenken und hängen sie auf, wo Diebe sie nicht erreichen. Der sah aus, als wäre er sehr alt. Ja, warte mal. Töricht. Was meinst du? Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keine Monster anbeten.
Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Wieder hier. Ah, okay. Falls ich runterfalle wahrscheinlich. Aber man kann ja nicht runterfallen. Naja, ist egal. Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm, wir schauen nach vorne. Hier ist das Haus. Was für Bäume abgeholzt? Das wollen wir nicht. Mit hier? Wie kommst du hier hoch? Dann adios. Aha. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Sehen uns nicht. Manche was das Hax. Warte auf mein Zeichen. Ich brauch mehr Zeit. Das ist deine Chance. Oha! Kann losgehen! Gefahrenanzeige um Kratos herum zeigen Gegner außer Sichtweite an. Goldenen Tiger Kennzeichen nahe Gegner. Leuchten roten Zeiger Kennzeichen bevorstehenden Angriffe. Leuchten lila Zeiger Kennzeichen bevorstehenden Angriffe. Okay. Da kommen noch mehr! Noch nicht bereit! Leider!
Nur noch zwei. Ich hab's gleich. Halte die Spannung! Kommen Sie dann oben. Wie war ich? Habe ich geholfen? Wenn du helfen willst. Projektil, Leute und Feuerbeine, ne? Das haben wir ja gesehen. Lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Sieh mal. Warte. Guck erst mal drüber rum hier. Okay, hier geht's dann weiter. Ja, schüsse. Siehste. So, siebenmal hat er gesagt. Na, dann sehen wir uns mal an. Junge. Ja. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen, die Mutter kannte. Willkommen, Jötner. Die Jötner hatten hier eine Siedlung, Riesen, sie so nah an zu Hause, aber wie lange ist das her? Aber sie sind alle irgendwie verbunden, also... Ist die Karte, sehe ich schon nicht durch. Und hier sind wir gekommen, würde ich sagen. Was ist der Eingang? Genau. Kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe, weißt du? Scheint es dann weiter zu gehen. Ja, wir müssen nochmal das hinten in den Tunnel, in die Hölle. Wo war denn das? Von hier sind wir gekommen, oder? Von hier sind wir gekommen. Ah, okay. Gut. Noch etwas? Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Was?
Diesen Gegner werden wütend und sehr aktiv, wenn man eingefroren ist. Vater sollte unbedingt ihren Frost explosieren. Okay. Sehe ich irgendwo, wie viel Hacksilber ich habe? Okay. 7000. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Berührung, leichter Runenangriff, ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. Sie haben das Juwel für den leichten Runenangriff Hells Berührung erhalten. Mit Runenjuwelen können Sie Ihre Waffe mit leichten und schweren Runenangriffen modifizieren. Runenjuwelen können im Waffenmenü in Waffen eingebaut werden. Wählen Sie unter. Ach, hier also quasi, okay. Ah, okay. Mit XP können Runenangriffe verbessert werden. Die Verbesserung von Runenangriffen verbessert auch ihre Attribute. Nicht genug EP. Und X und die Leviathan-Axt mit dem Juwel für den Leichtungriff auszurüsten. Okay. Ausrüstung werden mit einem E-Symbol versehen. Drücken Sie Kreis, um die Waffen zu bekommen. Also okay. Wir können schon. Achso, okay. Naja. Gehen wir was dann. Wow, wie machst du das? Ich glaube, hier kommen wir. Ah, okay, das sehe ich es mir jetzt wieder. Okay. Nettler. Los. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du? Ah! Hilfe! Naja. Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig. Bin gleich da. War gar nicht so schlimm. Augen auf. Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Jetzt geht's los. Ach, wer Draugar? Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Gegnerschwierigkeit. Die Gegnerschwierigkeit wird durch Farbe und Zahl unterteilt. Gegnerische Gerüttebalken sind entsprechend der Stärke im Vergleich zu Kratos grün bis lila gefärbt. Denkt das! Präzision geht vor Tempo! Feuer, Feuer,
Schläge! Besser? Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Man muss sein Projektil erst formen. Wenn einer von uns seinen Angriff unterbrechen kann, muss er... Zeig, dass du die Kontrolle hast. Sieh mal! Na, les mal! Jetzt. Lies es. Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Über uns! Etwas bricht durch die Mauer! Scheiße. Hier. Scheiße! Das ist wie in Ghost of Tsushima, bitte der Geistangriff. Haben wir jetzt alles? Oh Gott. So. Ich kann nicht mehr.
schwerer Draugur. Dieser Draugur, wirken größer als die, denen wir bisher begegnet sind. Sie führen schwere, gefährliche Waffen. Die Waffen machen sie langsamer, aber sind viel mächtiger als normale. Oh. Hörst du das? Was ist das? Wird sich zeigen. Bleib in meiner Nähe. Was ist das? So weit komme ich nicht. Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu. Nicht für deine Pfeile! Feuer! Was machst du? Nimmer Wiedergängerin. Die Wiedergängerin töten, treffen sie. Okay. Okay. Wir haben sie aus der Nähe gesehen. Fähigkeiten. Laufen. Ach, das? Nee. XP. Nahangriff. Kurze Aufladedauer. Naja. Wo sind wir jetzt gekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Hier haben wir die Krall, die alte. Und hier sind wir gekommen, hier geht's weiter. Warum hat sich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Er hat einfach Bock gehabt, ihn immer auf dich aufs Maul zu kriegen. Sieh mal da oben! Aha. Was? Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Weicher Blüten. Wir müssen wohl wieder darauf. Aber wie? Folge mir. Ach,
Eva, komm! Keine Tipps, die krieg ich schon so platt, die Idioten. Mehrere Wege, womit man reingehen kann. Ich geh erstmal hier hin. Schon mal gesehen. Wie sind hinzugefügt? Schriftrolle gefunden. Die Versiegelung Svartalfheims. Die Welt der Zwerge ist gesichert. Im Austausch für Schutz vor den Läufern von Hell haben sie Asgard zum Hüter ihrer Grenzen ernannt. Die Wanen können dank Odins Voraussicht nun nicht auf Hilfe von Svartalfheim hoffen. Die Alben sind weiterhin ausreichend abgelegt. Alben? Alle Vorhaben laufen weiter. Die Rabenwächter. Hier, Junge. Da steht, er heißt Rungi. Mutter hat von ihm erzählt. Ein Riesenkrieger aus Stein. Sieht aus wie eine große Schlacht. Da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh, Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Siehst du? Boah, ist eine Flasche. Aber da, Rungnirs Leiche fiel auf ihn drauf. Ach, Idiot. Jeder Schrein birgt die Geschichte eines legendären Riesen in sich. Schreine 1 von 11. Gut. Aha, okay, das sind die Aufträge. Ja, gut. Mächtiger Riese aus Frost und Stein. Anscheinend hatte er einen großen Streit mit den Assen und Wannengöttern. Er kämpft gegen Thor und anscheinend verlieren beide.
Quacksilber. Bin mal gespannt, was wir dafür gucken holen können. Hm, und wo gehen wir jetzt hin? Na, hier drüben hin. Hey, Quatsch. Hier sind wir gekommen. Warte mal. Und dort? Hier ja, eigentlich. Nee. Hey. Nee, von hier sind wir nie gekommen. Hier müssen wir hin. Achso. Ist das wieder? Wasser und Siegelstein? Das zweite Siegel. Ich sehe was auf der anderen Seite. Du siehst was auf der anderen Seite. Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden. Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. Dort. Wir müssen erst drüber. Oder schafft es bitte? Nee. Geklappt! Das letzte! Lass uns die Truhe öffnen! Sehr gute Idee. Tun Apfel legendär, sie haben zwei. Okay. So, naja. Nachdem wir wieder ein Stück weitergekommen sind, erfolgreich gemetzelt haben, denke ich mal, können wir heute verdienterweise in die Pause gehen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal an der gleichen Stelle am selben Ort wieder.